Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch den HDMI-Verteiler 1:2, wobei das nicht ganz direkt richtig ist, und 2:1 von wem ist der, von AV-Hack vorstellen. Den habe ich mir für, boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich bei Amazon bezahlt habe, 9,99 Euro oder so, ich weiß es nicht aus dem Kopf, bestellt. Und ich hatte ja auch den 5:1 mir schon geholt gehabt und war mit dem sehr zufrieden und habe gedacht, den testest du mal. Ich muss euch mal rumrichten. So, hier seht ihr praktisch mein PlayStation-Bild. Ja. Hier ist der 1:2. Hier kommt die PlayStation rein und hier haben wir zwei Ausgänge. Der schwarz, also blau, schwarz, blau, der geht halt zum Fernseher, und der schwarz-blaue, der geht zur Capture-Karte. Hier haben wir jetzt Bild und da ist jetzt kein Bild vorhanden. Ja, habt ihr, seht da. Jetzt müssen wir hier auf der Rückseite, hier haben wir so einen Schalter, schalten wir einfach mal um auf 1. Jetzt seht ihr hier nichts mehr und die haben auch eine Nummer. Da könnt ihr sehen, 1 ist die Capture-Karte und da leuchtet es grün, 2 ist halt der TV. Und wenn wir jetzt hier jetzt gucken, haben wir ein Bild von der PS4. Ja, also es ist jetzt kein direkter 1:2. Ich mache nochmal, ich schalte jetzt hier um und dann könnt ihr da gleich was sehen. Zack. Und da ist das Bildschirm wieder da. Der reagiert sehr schnell, sehr flüssig. Ja, hat den Vorteil, ihr könnt jetzt bei dem, zeigen euch nochmal. Also es ist, wie gesagt, kein echter 1:2. Also er macht das nicht auf 2 gleichzeitig, sondern nur das auf 1 oder 2. Kann man dann hier mit dem Schalter umschalten. Oder die nächste Variante ist, ihr habt hier zwei Geräte dran. Wenn euer Fernseher zum Beispiel, ihr habt nicht genug HDMI dran und ihr habt dann hier die Xbox und hier die PlayStation dran und der geht dann zum TV, dann könnt ihr dann hiermit auch zwischen den beiden umschalten und dann geht das zum Fernseher. Also es geht entweder hier Input, Output mit Umschalten oder hier Input zweimal und einmal Output und dann auch mit Umschalten. Ja, das ist vielleicht für viele sehr interessant, die ja nicht unbedingt gleichzeitig auf zwei Monitore haben müssen. Ich habe es gestern auch das erste Mal getestet, weil mit dem von Feintech, der funktioniert auch super. Aber seit die Capture-Karte irgendwie ein Update gemacht habe, habe ich bei Feintech bei dem das Problem, dass der PC zu dominant ist. Vom HDMI her, vom DVI her. Und dadurch schaltet der nicht mehr gleich um. Wenn ich aber da einfach sage, okay, du fängst jetzt gleich an zu streamen, ich schalte im PC einfach die Energiesparfunktion von 15 Minuten auf eine Minute runter oder 2 Minuten, ist ja scheißegal. Und ich hole mir dann eine Flasche Wasser, gehe nochmal auf Klo. Dann geht der in der Zeit, da der PC, in den Energiesparmodus. Und dann sind die Bildschirme alle dunkel und dann habe ich auf dem unteren Bildschirm praktisch die Capture-Karte. Das geht auch. Ja, aber es ist nervig, halt immer zu warten. Und jetzt mal gucken, wie er sich bei den nächsten Sitzungen schlägt. Da kann ich jetzt noch nicht großartig was dazu sagen. Ist für mich eine gute Alternative, weil es muss nicht unbedingt beide gleichzeitig laufen. Es reicht, wenn entweder Fernseher oder das läuft. Und da ist es eine super Alternative. Also muss ich jetzt mal so sagen. Qualität, Leistung bin ich sehr zufrieden mit für 9,99 € und dann kann man umschalten, was will man verlangen. Also von mir ganz klar einen Daumen hoch. Ich werde ihn jetzt noch weiter testen. Ich werde in ein paar Tagen, vielleicht zum Wochenende, noch mal ein Video machen und sagen, ob er sich denn bei den nächsten Zocksitzungen genauso gut bewährt hat oder nicht. Ich habe auch schon geguckt. Wir haben 4K mit 60 FPS und HDR.
Also uns geht nicht HDR flöten. Der kann 4K 60 FPS mit HDR. Also mehr gibt die PlayStation ja auch nicht raus. Also von daher, top. So, ich bin dann jetzt auch mal wieder weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.